Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zur nächsten Folge von Anno 1800. Und bevor wir anfangen, wir würden ja normalerweise jetzt sagen, wir würden die Stadt weiter hochziehen. Wir sind nebenbei auf 812.000 derzeit hoch. Wir knacken also bald die Millionen, wenn wir uns mal anschauen. Wir haben jetzt Cognac drin. Das gibt natürlich keinen großen Boost, weil wir gerade mal, ich glaube, 4-5 Reihen an Dreierwolkenkratzern haben. Das müssten diese hier sein. Und alles andere ist noch auf 2. Dementsprechend hat das natürlich noch keinen großen Einfluss. Unser derzeitiger Verbrauch liegt auch gerade mal bei 2. Dementsprechend ist da jetzt natürlich nicht viel passiert. Wir gehen nämlich nachher wieder hin und werden dann die Investoren erstmal hochziehen und dann weiter die Ingenieure, dass wir so ein bisschen rund reinbekommen. Und sobald wir dann fertig sind mit den Einrichtungshäusern, werden wir wieder ein Gebäude hochziehen auf 4 oder vielleicht eine Reihe, dass wir wissen, was wir als nächstes quasi zu tun haben. Und in der Zeit ziehen wir dann wieder weiter die kleineren Wolkenkratzer hoch. So, jetzt gehen wir erstmal rein und zwar wollen wir uns heute das Einrichtungshaus angucken. Das bauen wir jetzt erstmal einmal hin. So, und werden nicht komplett erstmal die ganze Stadt quasi damit versehen, denn wir wollen nicht bei jedem Gebäude einzeln in den Katalog rein. Das machen wir von vorher einmal und dann können wir nachher das Gebäude kopieren. So, wir haben einmal Lampen. Die dürfen wir am Anfang auswählen. Mehr haben wir noch nicht. Die geben uns einen minus 15 Verbrauch, was die Schmuckbehälter angeht, beziehungsweise der Schmuck angeht und die Glühbirnen. Jetzt gucken wir einfach mal gerade rein. Schmuck und Glühbirnen. Wir sind bei Glühbirnen bei 48 Tonnen und bei Schmuck sind wir auf 37. Hält sich die Waage, zumal man, finde ich, diese Produktion vor allem bei Schmuck sehr leicht hinbekommen kann. Erz tut man importieren. Und jetzt muss ich gerade mal reingucken, bevor ich Quatsch erzähle. Erz importieren wir. Und ich glaube, da müssen wir an die Goldbarren dran. Ne? Wir bauen also quasi eine einzige Produktion, das ist für die Goldbarren. Die Perlen können wir ignorieren, die kann man nämlich austauschen und Erz importieren wir, genau wie Kohle. Also daraus wird dann Gold Barren und daraus wird dann direkt das Gold Schmuck. Dementsprechend brauchen wir zwei Handelskammern, ist also eine relativ leichte Produktion, müsste man nicht zwingend senken. Geht also ein bisschen um unsere Zukunftsplanung. Ne? Hier haben wir noch Taschenuhren, die kriegt man relativ oft als Abwurf, da müsste man auch nicht hingehen. Was haben wir hier? Hochräder ist auch eigentlich sehr einfach, Zigarren wäre interessant, finde ich. Gerade neue Welt, wir wissen noch nicht genau, wie viel wir da noch brauchen werden. Also Zigarren könnte sehr interessant sein für uns. Was haben wir hier noch? Telefone. Ist für uns wurscht, ne? Das ist ja keine Gelehrtenstadt hier. Die nehmen ja keine Telefone. Und was haben wir hier noch? Glühbirnen minus 5 und Brillen minus 20%. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wie groß unser Brillenverbrauch ist. Wir sind bei 39 Tonnen. Ne? Wir haben produziert auch relativ wenig. Die Produktion war vermeintlich langsam. Wir gucken mal eben rein. Und zwar Ingenieure. 1,30, die war verhältnismäßig langsam und man brauchte auch zwei Handelskammern dabei, also insgesamt 3. Das wäre vielleicht sinnvoll, aber ich denke, dass wir da später eher auf die Zigarren gehen, da wir da auch noch 25% bei den Hochrädern runterbekommen. Und wie gesagt, neue Welt ist vom Platz her immer so ein bisschen anstrengend, weil ihr kennt es, die Inseln sind voller Flüsse etc. Dementsprechend finde ich das meistens ein bisschen angenehmer, wenn die neue Weltwaren quasi verringert werden. Da bräuchte man dann später Holzfurniere für, die kriegen wir als Abwurfprodukt. Messing ist kein Problem und ja gut, Farben und Lacke ist ein bisschen anstrengender, aber auch das bekommt man hin. Ne? Hier bei Himmelbetten für die Brillen müsste man rein theoretisch in die Arktis rein. Da werden wir auch noch hingehen, denn bei den Restaurants und Cafés etc. gibt es auch noch Sachen aus der Arktis. Und ich glaube, die waren sogar relativ interessant bei den Touris quasi, bin ich mir aber gerade nicht mehr sicher. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir mit den Sekretären später gehen werden. Und die dann anfertigen werden. Da gibt es dann nochmal 6 Zufriedenheit, die uns aber ehrlich gesagt wurscht ist. Wir haben genug. Und 14% Einkommen pro Haus, was man auch gerne mitnimmt. Denn ich glaube, wir sind momentan so ein bisschen am Sinken von den Einnahmen. Liegt aber auch daran, dass wir relativ wenig Wolkenkratzer hochgezogen haben. So, die Lampen. Also damit gehen wir rein. Wir bräuchten also später Messing, Glas und Glühbirnen. Und ich habe mir natürlich das vorher schon ein bisschen angeschaut. Glühbirnen produzieren wir eh und bringen sie hier hin. Und Messing produzieren wir über. Das ist also super. Und Glas produzieren wir genau plus minus null. Das Schöne ist aber, dass die Produktionen, die wir derzeit haben, ausreichend sind, beziehungsweise viel mehr produzieren, als wir verbrauchen. Dementsprechend liegt auch Glas auf Lager. Und bis wir das irgendwann mal so weit haben, dass wir wirklich auch plus minus null rauskommen und das Lager quasi leer wäre, weil es alles verbraucht wird, bis dahin sind wir dann soweit und können dann mit den Sekretären gehen. Also dementsprechend brauchen wir jetzt keine extra Produktion dafür anlegen. So, das hätten wir. Übrigens, kleiner Nebenfakt, mir fiel das gar nicht mehr ein. Wir können logischerweise jetzt bald, weil wir bei den Touris sind, werden wir auch langsam dann anfangen, Gebäude abzureißen. Ne? Gerade hier würde es sich lohnen, weil wir haben jetzt hier keine Gebäude mehr, die irgendwo groß reinpassen. Aber hier in der Mitte zum Beispiel wollen wir ja gucken, dass wir später noch ein bisschen Platz rausholen. Wir werden die Schienen hier noch zum Beispiel ein bisschen verschieben.
Na? So, dass man hier noch überall ein paar Häuschen hinbekommt. Oder man baut sie halt hier hin als Beispiel. Aber bis wir da hinkommen, würde ich schon ganz gern die Gebäude stehen lassen, dass wir halt wirklich Cafés etc. überall haben. Und dann, wenn wir sehen, okay, wir brauchen keinen Platz mehr, dann bauen wir die Gebäude auf und reißen dann die alten Dinger mit ab. So, und da kommt auch, und da wollte ich übrigens drüber sprechen gerade, damit habe ich angefangen, die Uni brauchten wir auch nicht. Fällt mir gar nicht mehr, oder fiel mir gar nicht mehr ein, aber die Uni wird generell auch gar nicht mehr gefragt, bei der Zufriedenheit auch nicht. Dementsprechend auch ein Riesenklotz, der quasi weg kann. Also sollten wir später irgendwo ein Gebiet haben, wo schon überall Häuser stehen, wir brauchen noch ein bisschen Platz, um das Einrichtungshaus zu bauen, dann können wir auch die Uni schon mal abreißen, da die Gebäude an sich ja alle schon versorgt sind. Ne? So, also gehen wir rein und versuchen das grob so hinzubekommen, dass wir überall quasi im grünen Bereich sind. Muss ich mal gerade gucken. Das müsste sich eigentlich deckeln hier, ne? Ja, genau. Höchstens diese Straße hier unten, da müsste man nachher mal gucken. Aber wir wissen ja, wir kriegen noch einen Buff. Eigentlich müsste der Palast-Buff doch auch auf die Einrichtungshäuser gehen. Aber wir merken uns das gerade mal, beziehungsweise machen uns ein kleines Eselsohr rein. Und wir nehmen mal gerade den Buff raus. Mit dem stadtweiten Netz, beziehungsweise, ah, es ist generell drin, ne? Kann ich jetzt gerade gar nicht rausnehmen. Ich muss den Palast abreißen, das ist natürlich doof. Aber ich meine, beeinflusst alle öffentlichen Gebäude in Straßenreichweite. Zählt das zum öffentlichen Gebäude? Ne, es ist nicht markiert. Es zählt nicht dazu. Okay. Also da müssen wir darauf achten, dass wir keine größeren Effekte mehr bekommen, dass wir quasi die möglichst ineinandergreifend haben. Weil hier würde zum Beispiel eine Ecke fehlen. Das heißt, da müsste ich mal später gucken, wo wir da in der Mitte noch irgendwo ein Häuschen hinbekommen. Oder man lässt halt diese zwei, drei Reihen hier quasi auf Stufe 3 nachher stehen. Das müssen wir uns mal angucken. So, wir gehen aber jetzt mal weiter und versuchen erstmal flächendeckend überall ranzukommen. Das haben wir hier in der Ecke, fehlt noch ein bisschen. Das heißt, wir tauschen die mal gerade aus. Dann sollte das langen, genau. Straße dran. Straße dran, das haut hin. Weil so ein bisschen quasi wieder Tetris spielen und dementsprechend wieder ein bisschen schauen, dass wir überall passend dran sind. So, wir setzen mal hier auch eins hin und dann gucken und vergleichen wir mal eben. Der ganze Bereich hier oben ist drin. Der untere wird hoffentlich mit abgedeckt von den jeweiligen Nachbarproduktionen oder Häusern. Nehmen wir das ein bisschen weiter runter. So, gucken wir gerade mal. So sollte es glatt gehen. Hier unten haben wir auch einen. Das heißt, der südliche Teil der Stadt ist schon mal durch. Und dann gehen wir weiter nach oben. Und zwar haben wir hier oben überall diese Gassen noch. Ne? Die können wir alle dafür super verwenden. Hier wird es relativ unproblematisch. Da können wir einfach die Dinge reinsetzen. Wir werden mal gucken, ob das langt bis zum Ende. Nicht ganz. Ist aber kein Thema. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Die Uni kann in der Theorie weg. Reißen wir mal eben ab. Wir haben jetzt zwar noch ein paar Lücken stehen, aber wir wissen ja, ein paar Häuser kommen noch, ne? Café etc. Und im Notfall, hier ist die nächste Uni, die greift auch bis da unten hin. Und so haben wir halt die ganze Ecke schon mal mit drin. So, weiter geht's. Wir sind jetzt hier oben angekommen. Hier sehen wir, dass wir eigentlich fast überall Häuser schon so gut gebaut haben, wie es geht. Das heißt, wir könnten eigentlich auch hingehen und sagen, wir reißen hier schon mal Marktplatz, beziehungsweise Wirtshaus und Marktplatz ab und kopieren es dann da rein. Jetzt muss ich gerade überlegen. Du warst das, ne? So, dann kommt ran. Ja, wie gesagt, wenn wir wissen, okay, da passen keine normalen Bauernhäuser mehr hin, dann brauchen wir auch keine Wirtshäuser etc. mal stehen lassen. Da brauchen wir da keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Dasselbe machen wir mal eben hier. So, und hier unten. Dann haben wir das quasi mit dem unteren wieder abgedeckt zusammen. Das Einzige, was ich nachher nochmal rübergehe, ist, ich baue nochmal Lagerhäuser hin, falls irgendwelche fehlen sollten. Das gucke ich mir nochmal in Ruhe an. Ansonsten sollte das eigentlich jetzt soweit funktionieren. So, hier unten haben wir. Jetzt gucken wir mal eben, wie weit das geht. Das geht bis hier vorne. Wir kommen auch bis hier oben hin. Das heißt, wir müssen diesen kleinen Knick hier noch mitnehmen. Du gehst mal bitte weg. Den kleinen Knick noch mitnehmen. Schaffen wir hier eins hinzustellen irgendwie? Dann müsste die Schiene verstellen, ne? Oder hier? Ja, machen wir. Wir machen das hier hin. Dich brauchen wir nicht mehr. So. Die Schiene muss weg, weil sonst kann ich unten die nicht rüberziehen. Das Spiel mag ja keine Drillingsschienen, die direkt nebeneinander angeschlossen sind. Hoppala. Na? So, jetzt geht's. Ist immer bei den ganzen Einrichtungshäusern so ein bisschen Wuselei, aber man macht's ja auch in der Regel nur einmal. Wenn es einmal steht, dann steht's.
Komm her, du. So. Jetzt passt es auch. Hier kriegen wir sogar noch einen Straßenanschluss rein, sehe ich gerade. Umso besser, ne? Und dann sind wir auch bald schon durch hiermit. Wir gucken mal eben, wie weit wir kommen. Wir kommen hier oben bis zur Straße. Hier unten haben wir noch keins, beziehungsweise hier haben wir noch eins. Das heißt, hier muss auf jeden Fall eins hin. Wir kopieren uns das mal eben rüber. Und dann sollte dieser Teil eigentlich komplett nun abgedeckt sein. Wir drehen uns das mal. Ach, da ist eine Schiene. Okay, das geht aber auch so. Wir können aber auch hingehen und sagen, wir arbeiten ein bisschen platzsparender. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir diese Schienen im Laufe des Spiels immer mal wieder ein bisschen verändern müssen. Je nachdem, wie sie gerade gebraucht werden. Weil, jetzt können wir uns dadurch nämlich gleich eine Gasse sparen, beziehungsweise eine Kachel. Und zwar drehen wir uns das jetzt einmal nach links. Na, dreh dich bitte. So. Und schon langt es. Ne? Dann sind wir schon gleich durch. Hier oben kommt noch ein bisschen. Zwei, drei Stück, die werden aber relativ unkomplizierter. Oder unkompliziert. Hier bauen wir noch zwei Stück rein. Eins und ganz unten. Da brauchen wir jetzt nicht vergleichen. Das sehen wir mit dem Auge, dass es passt. Dann sind wir hier mit unten durch. Hier gehen wir direkt wieder dran. Wir gucken mal eben, ob das langt. Müsste aber, na, hier oben bis zur Straße kamen wir bis zur Mine. Und mit dem südlichen oder mit dem unteren Einrichtungshaus kommen wir sogar ein Stückchen weiter. Das überlappt sich also. Das passt soweit. Also gehen wir weiter ran. So, wir kommen bis hier oben zu den Häusern. Dann bauen wir irgendwo hier eine hin. Dort. Und von mir aus hier, das müsste sich dann eigentlich deckeln. Ne? Wir gucken mal gerade, wir sind hier vorne im westlichen Teil. Hier sind wir in der Stadt unten. Und die müsste dann eigentlich, ja, den restlichen Teil hier vorne übernehmen. Damit sieht das schon mal sehr gut aus. Dann brauchen wir noch zwei Stück. Ne, eine nur noch. So. Oder eins nur noch, ein Einrichtungshaus. Und damit sind wir schon durch. Und wir haben überall jetzt, und deswegen wollte ich die kopieren, das Rezept quasi schon drin. Und darum ist es ein bisschen angenehmer. Wie gesagt, Glühbirnen brauchen wir uns nicht drum kümmern. Wir springen mal eben rein, wie das jetzt unterm Strich sind. Jetzt sind 66. Das können wir im Prinzip einfach ablesen, indem wir hier auf die Investoren gehen. Und gehen mit der Maus einmal drüber. Wir haben 19 Stück. Jede arbeitet mit einer Tonne pro Minute. Dementsprechend brauchen wir da 19 extra Tonnen. Und wir gucken mal eben und legen mal kurz Crown Falls komplett übereinander, beziehungsweise das Cup. Und da sind wir bei einer Produktion von 72. Ist derzeit natürlich ein bisschen knapper. Aber ihr wisst ja, 19 Tonnen können wir bald vom Verbrauch wieder runterrechnen. Man sieht es jetzt gerade auch an dem dunklen Strahl, dass das noch nicht verbraucht wird, weil wir natürlich auch noch keine Gläser da haben und kein Messing. Und das bringen wir mal eben rüber. 19 Tonnen, da müsste eigentlich eine einzelne Route reichen. Die holen wir uns von Arpspin. Und zwar brauchen wir Glas. Na, wo bist du? Hier, Messing braucht man auch, ne? Messing und Glas war das, ne? Ja. Das heißt, wir machen dreimal Messing rein. Man sieht es ja gerade, das Lager ist voll. Und Glas, wo ist es? Daneben. Voilà. Dreimal. Da lassen wir zwei Schiffe fahren, das müsste eigentlich locker langen. Und das nennen wir dann auch direkt so, dass wir das auch schnell wieder rausfiltern können und bald löschen können. Einrichtungsroute, irgendwie sowas, damit ich dann weiß, was damit gemeint ist. Einrichtungshaus, so. Und dann löschen wir das bald wieder weg. So, abwerfen brauchen wir nicht, glaube ich, weil wir haben da keine Abwurfproduktion gehabt. Dementsprechend abladen. Und schon haben wir diesen Effekt auch mit drin, beziehungsweise verbrauchen wir nun 15%, zumindest temporär, weniger Schmuck und weniger Glühbirnen. Das tut sich im Prinzip sogar mehr oder weniger ausgleichen. Ne? Das, was wir quasi rüberbringen für die Passage, das verbrauchen wir bald weniger. Das sollte also sich ungefähr deckeln. Und die paar Tonnen, die wir jetzt beim Glas und Messing mehr verbrauchen, ist nicht das Drama. Und dann werden wir gucken, sobald wir das Rezept bekommen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das ging. Mal gerade mal kurz gucken, stand da irgendwas? Steigern Sie die Produktivität von Bankierslampen in einer Einkaufspassage auf 100%. So viele Lampen verlangen sicherlich nach ebenso vielen Sekretären. Das ist also quasi in der nächsten Folge schon gegessen, weil 100% werden wir wohl gleich hinbekommen. Und dann können wir quasi umstellen. Das lassen wir zwar erst temporär so stehen, weil ich hätte ganz gern danach mal die Schreibmaschinen gemacht. Das scheint das nächste zu sein. Ich möchte erstmal auf die 5er Wolkenkratzer und dann kann man sich auch um sowas kümmern. Aber generell freigeschaltet wäre es ab dann. Und dann könnte man das, wenn man möchte, schon umstellen, dann passt es. So, gut, damit sind wir heute auch schon wieder durch. Hat 15 Minuten gedauert, sehe ich gerade, habe ich gar nicht gedacht. Also wenn man so ein bisschen diese Gebäude, diese einzelnen Gebäude verteilen muss, man denkt dann immer, das geht zu 2-3 Minuten, dann bist du durch, aber es zieht dann doch ein bisschen mehr Zeit als gedacht, ne?
Gut, aber so haben wir halt morgen fürs nächste Thema ein bisschen mehr Zeit, umso besser. Von daher wünsche ich euch auf jeden Fall mal einen schönen Start ins Wochenende. Es ist ja glücklicherweise der Freitag. Ich hoffe, die meisten von euch haben frei. Und für den Rest haltet durch, bald ist es geschafft. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao!